Ja, hallo, herzlich willkommen zum Tag Nummer 2 unseres Chatbot-Bootcamps. Ja, wir behandeln das Thema Chatbots hier und was machen wir heute Schönes? Heute gucken wir uns mal die Grundeinstellungen Facebook an, die wir machen müssen, um mit dem Smartbot zu arbeiten. Das wird so heute der Hauptteil sein und dann gucken wir uns im Builderall den Chatbot, ja einmal das komplette Chatbot-Menü an. Also einmal wieder so eine Übersicht über alle Menüs und ja, so wie wir das sonst für die Bootcamps auch machen. Wir gucken uns mal einmal alle Module, alle Einträge, alles, was es da gibt, an. Und dann können wir morgen nämlich starten, den eigentlichen Chatbot zu programmieren. Also heute die Grundeinstellungen, die sind ganz wichtig. Bitte überspringt den Kurs nicht direkt auf morgen, sondern guckt euch die Grundeinstellungen an, denn sonst wird der Chatbot morgen nicht funktionieren. Ja, darum ist der Kurs heute relativ wichtig. Wenn diese Grundeinstellungen nicht gemacht sind, tut es auch der Chatbot nicht. Weil es ein Facebook-Chatbot ist, wir müssen das an Facebook anbinden und so ein bisschen anpassen und von Facebook auch eine Freigabe haben für unseren Bot. Sonst können wir da so nicht mitarbeiten. Okay, und darum geht es halt im heutigen Kurs. Ich würde sagen, ich gebe direkt mal den Bildschirm frei oder habt ihr vorab Fragen? Zu gestern noch irgendwie was? Habt ihr dann geschafft, eure Seiten alle herzustellen? Seid ihr da durchgekommen und habt ihr euch durch das Facebook-Universum durchgeklickt soweit? Ja? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, weil wir setzen da nämlich jetzt direkt gleich wieder an. Okay, ich gebe dir mal hier meinen Bildschirm frei und gehe hier mal rüber ins Facebook, in meinen Facebook-Account. Also ihr seht jetzt hier, das ist mein privater Facebook-Account. Ja, guck hier, eben hier ist auch ein bisschen warm heute. Und was mache ich da jetzt? Ich gehe auf die Seite oder ihr geht auf die Seite, die ihr euch erstellt habt. Ich bin hier jetzt auf der Seite. Und auf dieser Seite, wenn ihr Administrator seid, das kann nur der Administrator oder der Seiteninhaber machen und sehen, da gibt es denn hier oben diesen Button Einstellungen. Da klickt ihr drauf und jetzt öffnet sich hier so ein Menü. Und jetzt sind für uns ein paar Einträge aus diesem Menü wichtig. Und ich nehme auch nur jetzt die, die wir brauchen. Das andere könnt ihr standardmäßig einfach mal so stehen lassen. So, und zwar fange ich jetzt an hier auf Nachrichten. Da klicke ich drauf und dann öffnet sich dieser Bildschirm. Und jetzt gehe ich hier die einzelnen Punkte durch. Allgemeine Einstellungen, Eingabetaste, das ist aus. Rege Personen an, Nachrichten zu senden, ist aus. Hilfe deinen Seitenbesuchern dabei, eine Unterhaltung mit deiner Seite zu beginnen. Das ist quasi dieser Dumbbot von gestern. Der kann aber immer nur eine Antwort. Wir wollen ja jetzt einen vernünftigen Smartbot verbinden, also machen wir das hier aus. Ja, ganz wichtig, muss aus. Dann Antwortassistenz, eine Messenger-Begrüßung anzeigen, kann aus und Nachrichten zu Terminen, ja, das sind so Terminerinnerungen, mache ich auch aus. Also auf dieser Seite Nachrichten, alles aus. Sieht man das? Ja, ne? Ist einmal alles aus. Gut, okay. Dann gehen wir auf den nächsten Punkt und zwar ist das hier Messenger-Plattform. Und, oh, hat er den hier schon hinzugefügt? Okay. Ja, jetzt geht ihr hier, diese Punkte gehen wir auch durch. Und zwar Antwortmethode, Antworten sind vollständig automatisiert. Dann zeigt er mir hier jetzt Apps an, die verbunden sind. Wenn ihr einen ganz neuen Account habt, sollte hier noch nichts zu finden sein. Hier ist jetzt das Auto-Answer von gestern noch verbunden. Kann ich jetzt auch erstmal so lassen. App-Einstellungen, das kann auch so bleiben. Und jetzt kommen wir hier zu dem wichtigen Punkt, zugelassene Domains. Da tragt ihr bitte die Domains ein, und zwar vollständig. Ihr müsst einen vollständigen URL-Eintrag machen, den vollständigen Domainnamen angeben. Keine gekürzten Varianten, keine verkürzten Versionen bitte, sondern den vollständigen Namen, und zwar für die Domain, auf der eventuell euer Chatbot auch laufen soll. Ja, wenn ich jetzt meinen Chatbot auf der Seite Builderall Deutsch laufen haben möchte, dann muss ich hier jetzt eintragen, https Doppelpunkt slash slash builderall deutsch.de slash. Und ich drücke dann Enter. Seht ihr, jetzt hat er hier den Eintrag erzeugt.
Aber ihr müsst den vollständigen Eintrag nehmen mit dem HTTP, beziehungsweise wenn es verschlüsselt ist, und das sollte hier für Europa auf jeden Fall sein, also HTTPS, Doppelpunkt, slash, slash, slash und dann eure URL oder eure Domain, die ihr connecten wollt. Wenn ihr eine www-Domain habt, also habt ihr vorne www vorgeschrieben, dann die bitte auch. Ich mache das hier, weil ich in meinem Account beide habe, mit www und ohne www davor, trage ich auch beide ein. Ja, also hier dann nochmal die www.builderall.deutsch.de. Und wieder ein Forward Slash. Enter. Okay. Und jetzt kommt noch ein Eintrag, den weiß ich jetzt so, weil ich dies hier schon ein paar Mal durchlaufen habe und gebe den hier gleich mit ein. Und zwar cuinbox.com. Dieser Eintrag kommt nachher, wir gehen hier Schritt für Schritt durch, dann werdet ihr sehen, wo dieser Eintrag herkommt, See you Inbox. Ja, der muss da standardmäßig auch immer rein. Das ist nachher der Eintrag für euren Chatbot sozusagen. Also ihr müsst immer eure Domains angeben, vollständig. Wenn ihr eine Single-Domain habt, ohne das www, hier ohne das www. Wenn ihr beide habt, bitte beide Einträge erzeugen, plus dieses See you Inbox. Und auch hier wieder HTTPS, ja, weil das Secure Socket-Protokoll an ist, ja? Secure Socket Layer Protokoll. Also dieses SSL ist halt aktiv, darum HTTPS. Gut, okay, ich speichere das dann. Jetzt habe ich meine Domains gespeichert. Ja, und jetzt kommen wir hier zu dem nächsten Punkt. Dein Messenger-Link. Das ist eine total coole Sache. Ihr könnt diesen Link hier nehmen. Man kann sich den hier kopieren, in die Zwischenablage kopieren. Und dann kann ich den irgendwo hinschicken und dann geht direkt mein persönlicher Messenger auf. Also wenn ihr hinterher euren Bot fertig programmiert habt und wollt mit jemandem in Kommunikation treten, dann könnt ihr ihm einfach diesen Link schicken. Dann landet der direkt bei euch im Messenger-Bot. Der klickt da drauf und ist direkt im Messenger-Bot. Ist das cool? Ja, ich finde auch, das ist eine ziemlich abgefahrene Sache, weil man dann direkt diesen Bot-Link eigentlich verschicken kann. Und die hat die Leute da direkt im Bot-Dialog drin. Ja, dann erweiterte Nachrichtenfunktionen. Ja, und jetzt wird es interessant. Und zwar ist das hier der spannendste Punkt eigentlich, den es zu regeln oder den es zu erfüllen gibt. Und zwar diese erweiterte Nachrichtenfunktion. Wir brauchen dieses Abonnement-Messaging, um mit unserem Chatbot arbeiten zu dürfen. Und das muss von Facebook aus freigegeben und bestätigt werden. Ja, und das ist ein bisschen nervig, ehrlich gesagt, weil Facebook sich da ziemlich anstellt. Es darf hier in diesem Abonnement-Messaging nie, das darf nie zu Promotionszwecken genutzt werden. Ihr dürft da keine Affiliate-Links posten, ihr dürft da keine Produktwerbung machen, gar nichts. Macht ihr das, fliegt ihr gleich wieder raus. Und selbst wenn ihr das nicht macht, ist es jetzt schon schwierig, das genehmigt zu bekommen. Also, wie gehe ich vor? Ich gehe hier, gibt es rechts diesen kleinen, ja, Button oder wie soll ich sagen, Anfrage, da klicke ich drauf. Dann öffnet sich hier ein zusätzliches Fenster und jetzt habe ich hier bestimmte Sachen, die ich angeben muss. So, dann steht hier Anfrage auf Abonnement-Messaging. Dadurch kann deine Seite regelmäßig über die Messenger-Plattform Inhalte senden, die nicht Werbezwecken dienen. Bitte gib folgende Informationen an, um für Abonnement-Messaging zugelassen zu werden. Und jetzt musst du hier auswählen, was schickst du? Neuigkeiten? Informiert über aktuelle und wichtige Ereignisse, Produktivität, ermöglicht Nutzern, ihre persönliche Produktivität bei Aufgaben zu verwalten oder individuelles Tracking, ermöglicht den Nutzern, Daten über sich selbst in Kategorien zu erhalten und zu überwachen. Also wir wollen eigentlich informieren. Dann beschreibe die Art und Häufigkeit der Nachrichten, die du senden wirst. Ja, was versenden wir? Wir versenden, ja, ich würde sagen, News und Infos zu unserer Mitgliederseite. So, und wie oft? Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, tägliche Nachrichten und Infos. So, und dann gibt er hier Beispiele vor.
Du musst hier halt unten jetzt Beispiele angeben für die Nachrichten, die du verschicken willst. Wie sehen diese Nachrichten aus, die du vorhast zu verschicken? Da gibt er hier zwei Beispiele vor. So geht's nicht. Also, so geht's. Reisehinweis zum Winterwetter im Nordosten. Der geplante Flugverkehr kann möglicherweise nicht eingehalten werden. Bitte Sie auf der Webseite nach weiteren Informationen nach. Sowas dürftet ihr posten oder auto-answern. Was ihr nicht dürftet, ist Hin- und Rückflug nach Hawaii für $499. Worauf wartest du noch? Ganz kleine Promotion oder ein Verkauf. Dürft ihr nicht machen. So, ich gebe hier jetzt mal ein Beispiel an. So, was nehmen wir denn da mal? Hinweis. Wir haben einen neuen Admin für weitere Infos. Schau auf der Webseite vorbei oder so. Genau. So, das wäre vielleicht eine Art Nachricht, die ich schicken möchte. Ja, ich muss mir jetzt hier halt Facebook-konforme Beispiele angeben für das, was ich eventuell als Nachrichteninhalt verschicken will. Und jetzt ist so ein bisschen die Schwierigkeit, es gibt, ich weiß nicht, ob euch das klar ist, es gibt diese 24-Stunden-Regel. Nach der neuen DSGVO hast du nur 24 Stunden Zeit, auf Nachrichten oder auf Reaktionen von Nutzern, auf Beiträgen zu kommentieren oder zu reagieren. Wenn euch jemand auf einem Beitrag ein Like gibt, hast du 24 Stunden Zeit, darauf zu reagieren. Danach darfst du den nicht mehr anschreiben. Das ist unerlaubte Werbung dann. Es wäre nicht DSGVO-konform. Ihr habt nur ein 24-Stunden-Zeitfenster, um auf solche Dinge zu reagieren. Dann dürft ihr reagieren, danach nicht mehr. So, jetzt ist das Verrückte, dieses Abonnement-Messaging ist für Nachrichten, die nicht innerhalb der 24-Stunden-Regel sind. Ja, das ist für uns so ein bisschen paradox. Das liegt halt dran, Facebook USA, Facebook Europa, hin und her. Hast du nicht gesehen, das ist alles nicht so ganz einfach und eindeutig. Du darfst dann informieren, wenn es zu dem Inhalt der Seite gehört und eben nicht diesen 24-Stunden-Charakter hat. Dann darfst du auch darüber hinausgehend informieren. Wie hier zum Beispiel, ich habe mich bei einer Wettergruppe eingetragen und jetzt gibt es eine Wetteränderung. Das hat ja nichts mit meinem direkten Post zu tun, sondern ich habe mich irgendwo registriert, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne Infos zur Wetteränderung haben. Jetzt gibt es eine Wetteränderung, die findet ja nicht 24 Stunden nach meinem Eintrag statt. Das kann auch eine Woche her sein. Und dann darf er mir, weil ich mich dafür registriert habe, diese Info zu der Wetteränderung schicken. Und genau um dasselbe geht es hier auch. Das heißt also jetzt bei dem Beispiel hier, müsst ihr etwas nehmen, was keinen Charakter einer 24-Stunden-Antwort hat. Mir geht es auch gut, schreibe ich hier jetzt nicht rein als Beispiel für eine Nachricht. Warum nicht? Weil mir geht es auch gut, wäre eine typische Antwort auf eine 24-Stunden-Nachricht. Wie geht es dir? Mir geht es gut, auch gut. Versteht ihr? Also, ihr bekommt eine Nachricht auf dem Post, ihr postet was, keine Ahnung, Bilder, alles cool. Ich melde mich da drauf und sage, Daumen hoch, Michel, finde ich super geil. Jetzt möchtest du auf meine Reaktion auch reagieren und zurückschreiben, Henrik, finde ich toll, dass du das schreibst. Um das zu tun, hast du 24 Stunden Zeit. Danach darfst du das nicht mehr an mich schreiben. Bin ich aber bei dir in einem Newsletter registriert für Bilder, all is cool, darfst du mir auch nach den 24 Stunden schreiben zu einem aktuellen Anlass, warum Bilder all cool ist. Okay, das ist jetzt klarer geworden. Okay, und jetzt müsst ihr aufpassen hier bei dem, was ihr hier reinschreibt. Das darf keine 24-Stunden-Nachricht sein, sondern eine, die darüber hinaus quasi wäre und die mit dem Inhalt eurer Seite zu tun hat und dann auch noch von Facebook genehmigt wird. Also ihr seht jetzt schon, warum das hier recht ätzend ist, dieser Punkt. Es hilft aber nichts, wir müssen da durch, sonst kannst du mit dem Bot nicht arbeiten. Wenn das von Facebook aus nicht genehmigt ist, kriegen wir das nicht, kriegst du den Bot nicht ans Laufen, den Smartbot. Gut, okay, ich gebe jetzt noch ein zweites Beispiel ein. Was nehmen wir denn da mal in Bezug auf unser Bilder-All? Schreibe ich hier mal Bilder-All.
Add neue Funktionen. So, schau doch auf der Webseite wenn du mehr erfahren magst oder so. Okay, so, und dann muss ich hier unten noch ein Häkchen reinmachen, mit ich bestätige und dann gehe ich hier auf Entwurf speichern. Ich mache das auch gerade mal. So, und dann, na, seht ihr, jetzt hat er das hier verändert. Jetzt steht hier bearbeiten und entfernen. Also ich kann diesen Entwurf auch nochmal bearbeiten, wenn ich jetzt das noch ändern möchte. Ich kann das Ganze wieder rauslöschen. Und wenn ich der Meinung bin, nee, das ist jetzt so gut, ich möchte das einreichen, dann klicke ich hier unten einfach auf zur Überprüfung einreichen. Dann schickt er das an Facebook weg und die prüfen das und geben das dann frei oder nicht. Und in der Regel oder nicht. Ja, das ist ein bisschen blöd, ich weiß. Das muss man wirklich ein paar Mal machen. So, pass auf, jetzt kommt nochmal der Clou, das i-Tüpfelchen oben drauf. Die räumen sich bis zu 5 Tage Zeit ein, das zu prüfen. Warum ist es so wichtig, dass er das am besten gleich im Anschluss noch macht und schon mal das erste Mal losschickt, damit ihr auch bis zum Ende des Bootcamps das eventuell genehmigt habt und wir auch eure Bots ausprobieren können, okay? Ja, ich zeige euch mal einmal, wo ich dann heute so meinen Tag mit verbracht habe. Und zwar seht ihr hier immer, ich habe das immer für eine neue Seite, die ich erstelle, gemacht, und zwar hier für Young Entrepreneurs. Und hier war die erste Anfrage, die Anfrage wurde überprüft, wurde abgelehnt. Die nächste Anfrage wurde überprüft, wurde abgelehnt. Die nächste Anfrage wurde überprüft, wurde abgelehnt. Die nächste Anfrage wurde überprüft, wurde abgelehnt. Und gleich werde ich wahrscheinlich noch wieder eine schicken dürfen. Okay? Ja, macht euch da nicht verrückt, seid da einfach ein bisschen beharrlich. Manchmal, wenn man zweimal dieselbe schickt, geht sie plötzlich sogar auch durch. Hatte ich auch schon. Ja, da hatte ich es gar nicht geschnallt, dass ich dasselbe nochmal wieder rauskopiert. Ich habe meistens so ein Word-Dokument, wo ich mir eben 20 tolle Antwortsätze reinknall und dann kopiere ich immer nur wieder rüber und schicke neu weg. Und da hatte ich beim Kopieren das gar nicht geändert, sondern zweimal dasselbe weggeschickt. Beim ersten Mal wurde es abgelehnt, beim zweiten Mal ist durchgegangen. Also, was das soll, ich weiß es manchmal auch selber nicht. Es ist halt leider so, da müssen wir irgendwie durch. Wie gesagt, lasst euch da nicht verrückt machen. Macht einfach euer Ding weiter, probiert das einfach weiter. Ja, das war das, das war das. Ja, sonst ist hier eigentlich nicht mehr groß was einzustellen. Das kann hier sonst alles soweit bleiben. Ja, dann sind wir hier in Facebook mit den Einstellungen eigentlich durch. Wichtig ist nochmal wirklich hier diese zugelassenen Domains. Wenn ihr das euren Bot auf eurer Webseite auch einbinden wollt, müssen hier unbedingt die Domains und die cuinbox.com drin stehen. Nochmal ganz wichtig. Ich speichere hier nochmal für den Fall, dass man es nicht hatte. Ja, und wie gesagt, dann sind wir in Facebook soweit jetzt erstmal durch. Kann ich das hier im Moment sehen? Nee, nicht. Okay. Wenn wir Glück haben, vorhin tat es mein Account zumindest so halb, mein Facebook-Account, sodass ich euch das im Bot hier mit den Buttons und so auch zeigen kann. Wir versuchen das einfach mal. Wenn nicht, müsst ihr euch die Buttons da halt hindenken. Das liegt dann dran, weil ich hier halt auch noch nicht die Freigabe habe. Wo sind wir da geblieben? Ja, ihr seht, das ist hier bei mir auch nicht angehakt im Account, weil ich ja auch noch hier in dem Freigabevorgang bin. Und normal, wenn das nicht freigegeben ist, hat man in Builderall gleich im Chatbot die Facebook-Buttons nicht zur Verfügung, weil er diese Connection herstellt und guckt und sagt, du darfst das noch gar nicht. Vorhin war meins aber so ein bisschen gecrashed, deshalb hoffe ich, dass das vielleicht trotzdem geht jetzt. Gut, okay. Also, wir gehen rüber ins Builderall, dann auf Apps und dann auf Facebook-Chatbot. Ja, jetzt möchte ich hier mit euch nochmal einmal so ein bisschen die Menüs nacheinander durchgehen. Wir connecten aber auch gleich nochmal und solche Sachen. Also wir waren hier ja gestern schon mal drin, hier im Homebildschirm. Keine neuen Fehler oder irgendwas erkannt. Ihr könnt hier rüber eine neue Facebook-Seite importieren. Oder hier über Pages. Ich gehe mal über Pages. Ach so, wer da ganz neu drin ist, muss ich hier erst oben einloggen. Ja, über Continuous Facebook loggt ihr euch mit eurem Facebook-Account ein. Dann macht er so eine Abfrage.
Er guckt halt in eurem Account, ob ihr Seiten habt, ob es Fanpages gibt. Und wenn ja, bietet er euch ein Menü an, wo ihr die auswählen könnt, die ihr für hier verwenden wollt. Ihr müsst nicht alle Seiten nehmen, die ihr in einem Account habt. Man kann das auswählen. Ihr könnt alle nehmen, ihr könnt einige nehmen oder nur eine, wie ihr wollt. Ja? Im Zweifel habt ihr ja jetzt nur eine Seite erstellt, dann macht er einen Haken dran und dann übernimmt er die Seite. Na, komme ich hier noch so wieder raus, ohne mich da wieder einzuloggen? Nein, ich springe mal einmal wieder raus. Nicht, dass er mich jetzt neu einloggt und dann geht gleich das andere nicht mehr. So, springe da einmal wieder hin zurück. Okay, das war hier oben, ne? Facebook Login, Logout. Ihr loggt euch da ein und dann geht ihr hier auf Pages und auf Add New Page. Und dann sollte er euch anzeigen, Seiten, die ihr hinzufügen könnt. Er zeigt mir hier jetzt nur Seiten an, genau. Displays only pages that not added to account yet. Ja, er sagt jetzt, diese Seite hier hat er gefunden, Young Entrepreneurs, die ist noch nicht mit meinem Account connected. Die kann ich hier jetzt mit Add Page einfach hinzufügen, da klicke ich drauf, so macht ihr das mit eurer Seite auch. Und schon taucht die hier mit auf. Seht ihr, jetzt habe ich diese hier auch hinzugefügt, Young Entrepreneurs. Jetzt habe ich quasi alle drei Seiten, die ich unter meinem Account habe, sind hier jetzt hinzugefügt. Okay, das zur Seite. Dann, ja, View Posts. Da könnt ihr halt reingucken und gucken, was auf der Seite gepostet wurde, ob es schon Posts gibt. Da waren wir ja gestern drin und hier kann man dann eben diesen Dumbbot hinterlegen, der dann auf den Post reagiert. Gut, da will ich aber heute gar nicht weiter drauf eingehen. Das haben wir uns gestern ja schon angeguckt. Wir gehen hier mal weiter, Post to Answer. Hier seht ihr jetzt die Posts, wo ich einen Dumbbot hintergeschaltet habe. Ja, das sind also hier die Posts, die wir gestern auch mal ausprobiert hatten. Ja, da sind die Posts, hinter die ein Dumbbot geschaltet ist. Die findet ihr hier alle. Dann Page Subscribers. Da finde ich die Leute, die sich auf meiner Facebook-Seite eingetragen haben. Ich gehe hier gerade mal in die Alexandra Runnebaum-Seite. Ich glaube, da haben wir den Gerard. Ja, genau, hier ist der Gerard. Der ist bei uns auf der Seite registriert. Dann finden wir den hier jetzt. Ja, und dann gibt es User Groups. Ja, User Groups. Ganz interessanter Punkt. Ich gehe auf Create New User Group, vergib hier jetzt einen Namen und sage auch mal, keine Ahnung, ich nenne die Gruppe mal Builder All. Und suche mir jetzt eine Seite aus. Zu welcher Seite möchte ich eine Gruppe hinzufügen? Hier zu Alexandra Runnebaum. Ja, das ist ja unsere Builder-All-Seite und die Gruppe nenne ich Builder-All und sage hier dann Submit. Und jetzt habe ich hier eine Gruppe und mit dieser Gruppe kann ich nachher Folgendes machen. Ich kann pro Bot oder pro Bot-Verlauf eine Gruppe zuordnen und kann dann hinterher sagen, ich möchte nur eine bestimmte Gruppe Nachrichten rausschicken. Nur an die Gruppe Builder-All oder nur an die Gruppe RDS-Marketing oder nur an die Gruppe Young Entrepreneurs zum Beispiel. Ja, so könnt ihr auch innerhalb des Chatbots nachher wieder segmentieren und sagen, zeige ich euch gleich mal, hier mit diesem Broadcasting-Tool möchte ich eine Messenger-Nachricht zum Beispiel hier an unsere Gruppe, an unsere Builder Bootcamps. Ich könnte also hier jetzt eine Gruppe anlegen, Bootcamps. Ne? Connecte die mit meiner Seite. Jetzt habe ich eine zweite Gruppe. Und könnte dann nachher hier im Broadcast-Messenger sagen, schicke diese Nachricht an alle Teilnehmer der Bootcamp-Gruppe. Und dann kriegt ihr mit einem Klick, kriegt ihr alle von mir dieselbe Nachricht über den Messenger geschickt. Das kann man mit Gruppen so ein bisschen steuern. Ja, dann der nächste interessante Punkt, wirklich sehr, sehr interessant. Das ist ein sehr mächtiges Werkzeug hier. Das sollte man echt nicht unterschätzen, und zwar Growth Tools. Da stehe ich total drauf, auf Growth Tools. Super coole Sache. Und zwar, ihr geht hier auf Create New Tool. Jetzt vergebe ich einen Namen, Tool Nummer 2 von mir aus. Und jetzt kann ich mir hier verschiedene Typen, drei Typen aussuchen. Ihr könnt eine Bar machen. Also das ist oben so ein Balken, ne? Nicht hier die. Und ein Pop-up oder eine Landingpage. Ich fange mal an mit Bar für die Seite Alexandra Runnebaum. Submit. So, und jetzt komme ich hier in so einen Editor. Jetzt kann ich hier einen Text eingeben, zum Beispiel Willkommen. Klicke bitte auf den
Messenger, Link. Oh. Um dich zu registrieren oder irgendwie sowas. So. Dann kann ich hier auswählen die Farbe von dem Button hier rechts. Gibt es in White. Moment, muss ich einmal auf Save and Preview, dass ihr das sehen könnt. Ja, gibt es jetzt hier in Weiß oder in Blau. Und wie gesagt, dieser Button hier ist nur zu sehen, wenn das mit dem Facebook-Abonnementen-Nachrichten bestätigt ist. Ja, wenn ihr nachher so in euren Account reingeht und wollt hier ein bisschen drin rumfrickeln und spielen und probieren, dann wundert euch nicht, werdet ihr hier diesen unteren Teil nicht sehen. Ihr seht ja nur die Nachricht, aber den Button nicht, weil eben dieses Facebook-Abonnementen-Ding noch nicht durch ist. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Ja, dann kann ich hier die Größe des Buttons noch auswählen. Standard, mittel, groß. Ja, das ist jetzt X-Large oder Large oder wie man denn will. Ihr könnt hier die Hintergrundfarbe anpassen. Könnt das rot machen, weiß, also jede beliebige Farbe, Textfarbe anpassen, Schatten vergeben, Schattenfarbe anpassen. Ja, dann ist hier der nächste Reiter, Submitted State. Also dieser Initial State ist quasi der Willkommensbildschirm. Der Submitted State ist, wenn er da schon drauf geklickt hat, was passiert dann? Ich kann zum Beispiel sagen hier, go to Earl. Oder ich kann eine Nachricht anzeigen lassen, thank you for subscribing, also danke fürs Einschreiben. Ich gehe hier mal, um euch das gleich mal zu zeigen, machen wir erstmal mit thank you und dann machen wir gleich nochmal einen mit go to Earl. Und dann gibt es hier noch Actions, das heißt, ich kann den auch, wenn er jetzt hier auf den Send Messenger Button klickt, und das finde ich ist eine super coole Funktion, App Subscriber to Group, ich kann den hier gleich einer Gruppe zuordnen wieder und sagen so, wenn er da draufklickt, soll der auch gleich mit in der Bootcamp-Gruppe angemeldet werden. Ja, ist das cool? Also der kriegt eine Nachricht oder drückt hier drauf für den Messenger und ist gleichzeitig im Hintergrund in einer Gruppe angemeldet. Ja, dann könnt ihr hier noch so Regeln vergeben. Da könnte ich jetzt eine Standardnachricht hinterlegen, herzlich willkommen oder sowas. Oder hier, wenn ihr schon Flow nachher für euren Bot erzeugt habt, zum Beispiel einen Begrüßungsflow, dann könnte man den hier jetzt hinterlegen und auswählen, ich möchte hier einen Begrüßungsflow, der dann abläuft, dann klickt der da drauf, wird in den Messenger gesendet und wird gleich vom Bot begrüßt. Hey, hallo, wie geht's dir? Toll, dass du auf den Knopf geklickt hast. Okay, und wie gesagt, gleichzeitig durch diese Action ist der auch noch gleichzeitig in der Bootcamp-Gruppe mit angemeldet. Ich finde, das ist eine Wahnsinnsgeschichte. So, und jetzt kann man nochmal zusätzlich dem Ganzen hier einen Tag geben. Add Tag to Subscriber oder Remove Tag. Also ich könnte hier jetzt noch einen Tag vergeben und sagen, keine Ahnung, gib hier irgendeinen Tag-Namen ein und dann nimmt er den auch noch mit, weil der hier über dieses Fenster reingegangen ist. Also habt ihr eigentlich schon drei Funktionen mit einem Knopf. Ich finde, das ist ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug. Ja, und dann könnt ihr hier nochmal einstellen, wenn das ein Pop-up ist oder dieser Banner-Link oben, diese Bar, ob die nach einer bestimmten Zeit nochmal wieder auftauchen soll. Also ihr könnt zum Beispiel alle 7 Tage sagen, taucht das Teil wieder auf, solange bis der sich dann eben registriert hat oder so. Okay, ich speichere das Ganze, Save and Preview. Und jetzt gibt es hier neben diesem grünen Button Share. Da klicke ich drauf und jetzt gibt er mir hier einen Code an. Und zwar einen HTML-Code. Den kann ich mir jetzt kopieren und kann jetzt diesen, sagt er auch, copy this code inside head tag of your site. Also ich kann jetzt mit diesem Code, und das machen wir auch gerade mal, gehe ich hier auf Baukästen, Pixel Perfect, neue Website, erzeuge ich gerade mal eben eine neue Seite. Leere Seite. Blank Page. Er macht den Editor auf. Okay, ich speichere gerade, vergib dem einen Namen, und zwar Chatbot-Test. Jawohl, einmal speichern. Und jetzt gehe hier auf das Plus, auf Apps, HTML hinzufügen, Rechtsklick, bearbeiten und füge jetzt hier zwischen Head und Head, das ist der Kopfbereich der Seite, da füge ich jetzt quasi meinen Code ein und bestätige das Ganze.
So, jetzt zieht ihr mir hier das Teil rein und jetzt könnte ich zum Beispiel das hier irgendwo platzieren, an einer beliebigen Stelle. Ich könnte das hier zum Beispiel oben in den Header reinpacken. Keine Ahnung, irgendwie hier so hin oder so. Oder ich mache das nochmal ein bisschen größer. So, pack das hier oben mal irgendwie dran, zack. Schieb den wieder rauf und sag ihm nochmal speichern. Jetzt gebe ich hier gerade nochmal einen Text, eine Überschrift auf die Seite. Sieht das vielleicht ein bisschen schöner aus. Sagen wir mal hier, das wäre meine Homepage. Einmal zentrieren, den auch einmal zentrieren. Ich speichere nochmal. Und gehe jetzt mal mit dem ganzen Ding in die Live-View, dass ihr mal seht, was dann passiert im Hintergrund. Und zwar muss ich jetzt eben halt zurück auf meine Seiten, suche mir eben die Seite. Chatbot-Test, da haben wir sie, veröffentliche die. Dauert einen kleinen Augenblick, bis er die publiziert hat auf dem Server. Er lädt jetzt gleich einmal den Bildschirm neu, genau. Jetzt ist es blau unterlegt, jetzt habe ich eine Live-View, klick da drauf. So, und ihr seht, er lädt das jetzt nach. Ja? Jetzt habe ich hier oben dieses Teil und jetzt kann ich hier draufklicken. Ja? Melde dich mit Facebook an, damit Alexandra die Runden gestattet, Alexandra den Zugriff. So, und jetzt kann ich hier als Henrik fortfahren und jetzt sagt er, ne, thank you for subscribing. Zack. Ist das eine coole Sache? Ja, und jetzt hätte ich den auch gleichzeitig noch wieder im Hintergrund eben, ich habe jetzt diese Gruppe hier nicht registriert, es gibt jetzt unter diesem Account keine Bootcamp-Gruppe, aber sonst hätte ich den auch gleichzeitig noch als Abonnement in die Bootcamp-Gruppe mit reinschicken können. Dann ist der da auch gleichzeitig mit drin. Also wenn ihr jetzt einen Bilderall-Link oder sowas platziert und wollt ihn bei euch mit in die Gruppe haben, in eure Support-Gruppe oder sowas oder für eure Kurse und wollt den auch gleich mit in eine geschlossene Facebook-Gruppe mit einladen, mit einem Klick könnt ihr das hier quasi alles hinterlegen. Ich finde, das ist ein ziemlich mächtiges Tool. Gut, okay, ich lasse das hier mal gerade so, spring mal wieder zurück in unseren Facebook-Chatbot und jetzt möchte ich euch gerne nochmal eine andere Variante zeigen. Ich gehe hier wieder auf Growth Tools. Er hat das jetzt hier gespeichert, ne? Nummer 2. Ja, das war hier diese Bar oben. Und ich gehe jetzt wieder auf Create New Tool. Nenne das Ding dann mal Nummer 3. Vielleicht schreibe ich mir da mal Pop-up hinter. So, und jetzt nehmen wir mal ein Pop-up. Gehen wieder auf die Alexandra Runnebaum-Seite. Submit. Jetzt ist es fast genauso wie vorhin auch. Willkommen. Im Team oder so. Klicke auf den Link, um mit unserem Bot zu chatten oder was weiß ich, irgendwie was. Ja? Jetzt seht ihr, das Feld sieht halt ein bisschen anders aus. Das ist jetzt auch wirklich mehr als Pop-up gedacht. So, keine Ahnung, ich mache da jetzt einfach mal irgendeinen Text rein. So, einen Button lasse ich wieder auf blau, Size ist large und jetzt gibt es hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten und zwar einmal Image oder YouTube-Link. Das heißt, ihr könntet hier jetzt auch direkt einen YouTube-Link reinsetzen. Ist auch eine ziemlich coole Funktion. Ich nehme aber mal gerade ein Bild. Keine Ahnung, wählen wir mal hier eins aus, zum Beispiel hier von unserem Chatbot. Bootcamp. Jetzt sage ich hier Save in Preview und gucke mir das mal in der Vorschau an. Ja, sieht das schon ganz cool aus? So, und dann habe ich auch hier wieder Submitted State. Und da wollte ich euch jetzt mal die andere Variante zeigen, und zwar Go to Earl. Und jetzt packe ich hier zum Beispiel mal meinen Affiliate-Link oder sowas könnte ich da mal reinpacken. Gehe hier mal auf Werbematerial. Ja, oder ich kann den auch, machen wir nochmal anders. Ich,
Ich schicke den mal hier zum Builder-All-Bootcamp, zum Builder-All-Deutsch-Bootcamp, HTTPS. Und dann gebe ich hier ein builder-all-deutsch.de. Ihr könntet aber da jetzt auch einen Affiliate-Link oder sonst was reinpacken, egal. Sagt hier wieder Save und dann Actions. Ich könnte ihn jetzt, wie gesagt, hier wieder in eine Gruppe eintragen lassen. Ihr hättet hier wieder die Möglichkeit, ne, Flow, Auto, Tech und so weiter, genau wie bei dem anderen auch. Und jetzt sage ich hier wieder Share. Kriege hier wieder den HTML-Code. Kopiere mir den wieder. Mache hier gerade nochmal die Seite zu von vorhin. Nehme mir jetzt das HTML-Fenster, was wir vorhin hatten. Gehe hier rechtsklick auf Bearbeiten. Schmeiße diesen vorherigen Code raus und ersetze den durch meinen neuen Code. Sage Bestätigen. Und siehe da. Ja, ich platziere den einfach mal hier mittig, so. Na, noch ein bisschen größer ziehen, so. Ja, so soll es erstmal reichen. Machen wir den vielleicht noch mal einmal zentrieren, speichern. Und auch hier gehe ich eben wieder in die Live-Ansicht. Baukästen, meine Seiten. Da suchen wir uns eben wieder den Chatbot-Test. Haben wir denn? Da ist er, Chatbot-Test. Und einmal auf die Live-View. Da ist unser Pop-up. Send to Messenger. Und jetzt sollte er mich eigentlich auf die Build-All-Deutsch-Seite gleich weiterleiten. Und das hat er auch gemacht. Ja? Also ihr seht, ihr könnt diese Buttons dann auch unterschiedlich so ein bisschen programmieren und für euch nutzen, so wie ihr die braucht. Gut, okay, das dazu. Den auch eben wieder zu und ich gehe hier einmal zurück wieder auf Apps, Facebook Chatbot. Das waren hier die Growth Tools. Jetzt habe ich noch eins, Create New. New. Da ist irgendwas abgestürzt. Nochmal laden. Vielleicht waren wir ein bisschen zu schnell. Ja. So, und jetzt gibt es hier noch Landingpage. Zeige ich auch gerade nochmal einmal ganz kurz. Ist im Endeffekt genau dasselbe. Nur, dass er jetzt das Ganze als Landingpage anzeigt. Ich lasse den Standardtext da auch gerade mal drin. Save. Sage hier wieder Share. Und jetzt habt ihr hier halt, kriegt ihr eine Page URL. Seht ihr das? Ja, kriegt eine richtige Internetadresse. Open a new tab. Ich mache die gerade mal auf und dann sieht das Ganze so aus. Wie so eine Mini-Landing-Page. Auch das geht. Ja, okay. Das war das Growth-Tool. Ist ein sehr, sehr mächtiges Tool tatsächlich, um euren Facebook-Account zu vergrößern. Ja, um dafür Wachstum zu sorgen. Das Growth-Tool. Gut, okay. Dann das nächste ist Broadcasting. Broadcasting. Ja, wähle ich jetzt auch wieder eine Seite aus, für den ich den Broadcast machen möchte. Ja, ich nehme jetzt hier mal die Alexandra Runnebaum-Seite, Create New Broadcast, vergebe hier einen Namen. So, das ist Broadcast Nummer 1 und jetzt gibt es hier diese Steps. First Step, ich kann hier Steps adden, add new step. Ihr könnt hier zu einer JSON-App verbinden, das ist nochmal ein externes Tool wieder. Ihr könnt hier den Namen des ersten Schritts oder der Schritte hier verändern und bearbeiten. Und in diesem First Step hier links, zu dem gehört quasi das Fenster hier rechts, First Step. Und in diesem Fenster rechts wählt ihr jetzt aus, was für eine Aktion ihr machen möchtet. Und zwar gibt es da verschiedenste Aktionen. Add Message with Text, Add Message with Buttons, also eine Textnachricht, eine Nachricht mit Text, eine Nachricht mit ja, mit Buttons, mit Knöpfen hinzufügen, mit Text und Buttons und einem Bild. Oder du möchtest E-Mail-Adressen einsammeln oder du möchtest eine Nachricht mit Multimedia-Inhalt, also mit einem Video verschicken. Ja, dann könnt ihr ein Delay hinzufügen, eine Verzögerung und ein User-Typing. Also ja, das sieht dann so aus, wie als ob einer schreibt. So in der Art, okay?
Und ich nehme jetzt einfach hier mal die einfachste Variante, End Message with Text, und sage jetzt hier, hallo, wie geht's? Speichere das mal. Jetzt ist es saved. So, und jetzt, wenn ich hier auf Broadcast klicke, fragt er mich, was ich möchte. Message Type, ein Subscription Broadcast, ein Follow-up Broadcast oder ein Promotional Broadcast. Also was ist das Ziel meiner Nachricht? Möchte ich, dass sich Leute bei mir auf der Seite eintragen? Möchte ich, dass die meine Seite besuchen oder ist das eine Promo-Aktion? Keine Ahnung, ich sag mal hier von mir aus ein Promotional Broadcast, so send to everybody, also so an alle senden, zu einer Gruppe oder nur zu bestimmten Tags. Ich sag mal zu einer Gruppe, zur Gruppe Builder und Bootcamps. Ja, kann ich also hier die Gruppen, die ich angetragen habe, auswählen. Ich nehme mal die Bootcamps-Gruppe, Notification Type, und jetzt gibt es hier verschiedene Push-Types, und zwar Regular, Silent Push und No Push. Wo ist der Unterschied zwischen den dreien? Ein Regular ist, dann kriegt derjenige die Nachricht im Messenger und der poppt auf. Ja, du hast eine neue Nachricht, zack, das poppt dann auf. Der Silent Push, da kriegt er auch die Nachricht, aber dieses Pop-up ist nicht da. Und ein No Push, da läuft der einfach im Hintergrund ein, die ist quasi still. Okay, das sind die drei unterschiedlichen Varianten. Ich nehme immer den normalen Regular. Und genau, wenn ich jetzt auf Send Now klicke, auch die Buttons sind nur da, wenn ihr bei Facebook entsprechend registriert wurdet. Wenn ich jetzt auf Send Now klicke, schickt er diese Nachricht an die Gruppe raus hier. Ich mache das gerade mal. Ich weiß gar nicht, wer von uns ist in der Gruppe. Der kriegt jetzt diese Nachricht gerade geschickt. Bei irgendwem sagt es jetzt klingen. Vielleicht bei Gerard. Ich glaube, der war da drin, ne? Ja, ich glaube, der war auf der Seite. Der kriegt Gerard gerade jetzt gerade die Nachricht im Messenger geschickt. Und wenn die anderen da auch drin wären, hätten jetzt alle gleichzeitig quasi diese Nachricht bekommen. Das ist hier Broadcasting. Gut, okay, dann mache ich mal das nächste, Flows. In den Flows, da treiben wir uns morgen rum, eine ganze Zeit. Ich zeige das gerade mal kurz. Create new Flow. Flow Name, sage ich hier auch mal, Nummer 1, Submit. Solche Bezeichnungen sind übrigens nicht sehr clever, Nummer 1, 2, 3, 4, 5, weil man dann nachher natürlich nichts mit anfangen kann. Das ist nicht sehr aussagefähig. Ja, und jetzt seht ihr schon in den Flows, ist das so ähnlich wie hier jetzt gerade im Broadcasting auch. Ich kann hier verschiedene Steps machen und die Steps haben verschiedenen Inhalt. Ja, so erzeuge ich hier nachher so eine Art Pfad. Keine Ahnung, ich nehme hier mal auch mal einfach irgendwas, so nehme mal das, dann nehme ich hier noch eine zweite Nachricht zu drunter. Sagt dann hier nochmal New Step. Ich zeige das nochmal kurz. Wir gehen da morgen in Ruhe drauf ein und habe dann hier auch nochmal was dazu. So. Okay. Und das wäre jetzt die eine Art vorzugehen. Ja, ich kann jetzt hier durch die einzelnen Steps dann durchspringen und da eben verschiedenen Inhalt drin erzeugen. Richtig cooles Tool ist dieses hier Interactive Flow Builder Beta. Ich habe ja schon mal gesagt, das sieht hier nachher bei den Chatbots so ähnlich aus wie im Mailing Boss Workflow. Und genau das haben wir hier. Ich kann jetzt hier wieder, ja, wie in dem Mailing-Boss-Workflow auch, nachher meine verschiedenen Steps, die nacheinander ablaufen, wie im Workflow auch, anordnen und entsprechend connecten und verknüpfen. Wie das aber alles geht, wie gesagt, das gucken wir uns morgen in Ruhe an. Nur, dass ihr es schon mal gesehen habt. Das ist unter Flows. Ja, dann Automation. Da suche ich auch gerade mal wieder eine Seite aus. Und ja, jetzt habe ich hier die verschiedenen Möglichkeiten für diese Seite Alexandra Runnebaum Default Reply zu hinterlegen. Was ist ein Default Reply? Ich kann ihn hier auf Enable stellen und könnt ihr hier jetzt einen Flow mir aussuchen, wenn ich einen entsprechenden hinterlegt hätte und kann sagen, das ist meine Standardnachricht, die geschickt wird, wenn jemand mit der Seite interagiert. Der trägt sich ein, kriegt er diesen oder kriegt er eine Standardantwort. Ja, eigentlich ist die eher für, wenn der Bot nicht mehr weiß, was er sagen soll, dann macht er diesen Default-Reply. Wenn er dann nicht schnallt, was derjenige von ihm will, dann kommt immer diese Default-Antwort. Reply-Rules, ja, das sind halt verschiedene Regeln, die ich anlegen kann. Consist, do not consist, zum Beispiel. Ich gehe auf Equals, enthält den Satz starten. Oder Geld, sagen wir mal. Irgendwie kommt in dem Satz Geld vor und dann soll ein eigener Flow starten, der sich ums Thema Geld dreht. Dann erkennt der Bot, wenn einer im Messenger Geld, irgendeinen Satz mit Geld eingibt, keine Ahnung, wie verdiene ich am besten Geld. Ja,
dann löst das bei dem Bot aus. Oder ist das Wort Geld drin gewesen? Ich muss den Flow mit dem Geld nehmen. Das könnt ihr also auch einstellen. Okay, so könnt ihr also nach bestimmten Worten eurer Nutzer suchen lassen. Oder der gibt Builder-All ein. Dann kriegt er halt den Builder-All-Flow. Und dann erzählt der Bot, wie toll Builder-All ist. Oder der gibt ein, keine Ahnung, eine Webseite bauen. Dann kommt er in den Webseite-Bauen-Dialog. Und der Bot erzählt, wie man eine Webseite baut. Ja, so könnt ihr das so ein bisschen steuern hier über die Reply-Rules. Und dann lässt er hier nochmal das letzte Welcome-Message. Genau, das ist halt die Message, wenn er sich auf der Seite neu einträgt oder neu abonniert. Dann bekäme er diese Welcome-Message, da könnte ich dann reinschreiben, hey, hallo First Name, hallo Vincent, schön, dass du meine Seite abonniert hast. Ja, das ist dieser Teil Automation. Dann gibt es Scheduling oder Scheduling, wie man möchte. Auch da vergebe ich erst wieder einen Namen. So, und kann jetzt sagen, set on date, send with delay, event reminder, repeat every so und so viele days oder ich möchte eine Sequenz schicken. Ja, also auch hier, ich kann auf einem festen Datum schicken, ich kann nach einem bestimmten Verzögerungszeit, schicke eine halbe Stunde, zwei Stunden später los. Event Reminder, also ja, zu einer bestimmten Zeit oder Repeat Every, alle zwei Tage soll er das schicken oder wir machen so eine Sequenz wie ein Mailing-Boss. Ja, kann ich hier Regeln festlegen. Dann Bot for Website, auch hier kann ich reingehen, Bot Name, gebe ich auch mal wieder ein, Nummer 1, suche die Seite aus, für die der sein soll. Und ja, jetzt kann ich mir hier einen Bot raussuchen, ja, und den auch wieder mit einem Flow connecten und dann sieht man hier, kann ich auch hier wieder so Standardwerte eintragen. Auch wie das alles geht, sehen wir in diesem Bootcamp nach und nach. Ja, also ihr könnt nochmal hier für die Webseite spezielle Angaben machen zusätzlich. Dann Integration, das ist relativ ein neuer Punkt. Einer der abgefahrensten Tools, die ich je gesehen habe, ist das Integration Tool. Was macht das Integration Tool? Auch hier vergebe ich wieder einen Namen. So, und jetzt kann ich hier, seht ihr schon, ein Webinar connecten auf irgendeiner Seite, die ich habe, auf einer Webinar-Seite, connecte die miteinander. Ja, genau, das mag er jetzt nicht. Und connecte das miteinander. So, und während meine Leute sich ein Webinar angucken, was ich aufgezeichnet, voraufgezeichnet habe, die gucken sich das jetzt an, keine Ahnung, samstags 18 Uhr guckt sich einer dieses Webinar an und ich sitze schon mit meinem Cocktail am Strand oder am Holdorfer Heidesee und der guckt sich dieses Webinar an und schreibt da jetzt eine Frage. Mensch, Henrik, ich gucke gerade dein Chatbot-Seminar und beim Punkt Integration ist mir irgendwie das nicht ganz klar geworden. Was muss ich da dann machen? Und das Geile ist jetzt, wenn ich das connected habe, schickt er mir über das Webinar, über Facebook diese Nachricht auf mein Handy. Ich kann da gerade drauf antworten und er schickt über Facebook in das Webinar zurück die Antwort. Und so denkt er, der mein Webinar guckt, oh toll, der Henrik macht das Webinar ja live. Das ist ja cool. Tut er aber gar nicht. Der sitzt, wie gesagt, am Heidesee und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen oder sowas. Ja, im Optimalfall wäre das so. Wer mich kennt, weiß, dass ich das nicht mache. Viel zu viel zu arbeiten. Viel zu viel mit Bilder zu tun. So, aber wir arbeiten ja dran, ne? Ihr merkt das ja. Das ist eben nun mal automatisiertes Business. Nein, wir wollen da ja tatsächlich, der Sinn und Zweck der ganzen Aktion ist ja, da wirklich hinzukommen. So bescheuert, wie das auch klingt, aber das wäre der Idealfall. Wir haben so weit vorgearbeitet, so weit vorautomatisiert, dass das wirklich genauso geht. Ja, ich kann dann wirklich einen Cocktail trinken und mein virtuelles Ich arbeitet 24/7 für mich weiter. Das wollen aber immer die wenigsten wahrhaben und sehen, dass man dafür vorher die Arbeit geleistet haben muss. Also ich habe nicht Arbeit weniger, ich verlagere sie nur vor und kann sie dann hinterher abrufen. Der Vorteil ist aber dann, dass ich sie so oft abrufen kann, wie ich will. Und insofern habe ich dann schon weniger Arbeit langfristig. Ja, dazu ja auch hier der Bot und so weiter. Gut, und hier unten dann nochmal Problems. Programm läuft im Moment stabil. Ja, dann sind wir einmal durch das komplette Chatbot-Menü oder durch die komplette Chatbot-Oberfläche durch. Diese Facebook-Sachen, wie gesagt, sind nochmal wichtig.
denkt da bitte dran, setzt euch da bitte heute unbedingt noch dran und versucht einen Abonnement-Messenger-Messaging-Genehmigung zu bekommen. Ja, und wie gesagt, nicht daran verzweifeln. Keine grauen Haare bei kriegen. Einfach probieren, probieren, probieren. Irgendwann klappt auch das. Oder Facebook ist so verwirrt, dass es aus Versehen freischaltet, so wie bei mir jetzt. Das kann dann auch mal passieren. Dann geht's auch. Okay, Hausarbeit, wie gesagt dann für heute, Facebook-Seite herstellen, sofern noch nicht geschehen, und das Abo-Messaging versuchen zu aktivieren. Das ist Hausarbeit für heute. Morgen bauen wir dann den Chatbot und kümmern uns um Flows und Steps. Okay, noch Fragen von euch? Ja, ihr Lieben, dann möchte ich mich verabschieden und sage Tschüss, bis morgen.